Hallo und herzlich willkommen bei Bella Bond. Wir zeigen euch heute, wie ihr ganz individuell für eure Gartenbank Sitzbezüge nähen könnt. Wenn ihr weiterhin kreative Ideen erhalten möchtet, abonniert Bella Bond auf YouTube und liked uns auf Facebook. Ja, was brauchen wir für unser Marrakesch-Projekt? Ja. Wir haben drei verschiedene Stoffe von Gütermann aus der Serie Ring Roses mit dem schönen Namen eben Marrakesch, deswegen orientalisch heute bei uns. In der Farbe passend brauchen wir Kleiderreißverschlüsse für das Kissen dann auf der Rückseite. Ein Baumwollschrägband, auch natürlich in der Farbe passend für diese Schlaufen. Zum Einbügeln Volumenvlies H640 und ein Kantenband für den Reißverschluss zum Stärken. Genau. Und in der Schale haben wir zusammengesammelt das sonstige Zubehör, was benötigt wird. Natürlich einen Nähfaden in der passenden Farbe, ein Maßband, einen Rollschneider, eine Schere, Stecknadeln und Handnähnadeln zum Vernähen. Ja. Und noch ganz wichtig natürlich, was kommt da hinein? Wir haben da einen Schaumstoff aus dem Baumarkt verwendet. Ihr könnt aber auch ein altes Kissen verwenden und das einfach überziehen und neu gestalten. Ja, dann nehmen wir los. Unser Kissen hat eine Größe von 48 x 42 cm. Wir haben alle benötigten Teile mit einer Nahtzugabe von jeweils einem Zentimeter zugeschnitten. Für den Umrandungsstreifen haben wir den Kissenumfang abgemessen ohne Reißverschluss. Auch die Kissenhöhe wird gemessen mit jeweils 1 cm Zugabe. Für den Reißverschluss verwendet ihr zwei Stoffstreifen, 5 cm breit und die Länge des Reißverschlusses ebenfalls plus Nahtzugabe. Alle Teile werden mit dem Rollschneider zugeschnitten, auch das Fliselin wird vorbereitet. Für die Reißverschlussstreifen haben wir das Kantenband verwendet, das dann in der Mitte des Stoffstreifens eingebügelt wird. Für die Bindebänder haben wir 4 x 30 cm vom Baumwollschrägband vorbereitet. Danach werden alle Teile aufgebügelt, mit dem Fliselin vorbereitet und wir beginnen mit den Näharbeiten. Für die Bindebänder wird das Baumwollschrägband circa einen halben Zentimeter eingeschlagen, dann die Eckchen abzwicken und zuerst an der oberen Kante mit einem einfachen Steppstich zusammengenäht. Das gesamte Bändchen wird in die Hälfte gefaltet. Das geht sehr gut mit einem Baumwollschrägband. Und dann wird die lange Seite zusammengenäht. So werden die vier Bindebänder vorbereitet. Im nächsten Arbeitsschritt nähen wir den Reißverschluss ein. Dazu wechsle ich den Fuß bei meiner Nähmaschine auf ein Reißverschlussfüßchen. Stecke mir zuerst den Stoffstreifen auf den Reißverschluss auf. Ihr könnt das mit einer Stecknadel fixieren oder ihr könnt es natürlich auch mit einem Heftfaden zuerst vorbereiten und aufnähen. Bei der Nähmaschine wird dann neben den Zähnen des Reißverschlusses genäht bis zum Schieber. Hier bleibt dann die Nadel im Stoff. Ich hebe nur das Füßchen des Reißverschlusses und ziehe den Schieber nach hinten durch. Dann kann ich hier die Naht ordentlich weiternähen. Ganz wichtig, probiert, dass ihr nicht zu nah an den Reißverschlusszähnen die Naht platziert, sonst kann man nämlich dann den Schieber nicht bewegen. Ihr seht das hier, ich habe das einmal getestet, sonst müsstet ihr die Naht ein bisschen breiter steppen. So wird nun der erste Stoffstreifen aufgenäht, der zweite ebenfalls dann dazu genommen. Ihr seht das hier, wir haben den zweiten Stoffstreifen dazugegeben, den Reißverschluss aber vorher schließen. Wir beginnen hier jetzt mit der zweiten Naht für den Reißverschluss. Am besten, ihr näht möglichst lang diese Naht, wenn der Reißverschluss geschlossen ist.
und zieht dann erst gegen Ende wiederum den Schieber auf die andere Seite, indem ihr die Nadel wieder im Stoff drinnen stecken lässt, Füßchen heben und den Schieber zurückziehen. So wird nun auch die zweite Seite komplett eingenäht. Dann ist mein Teil, der Stoffstreifen mit dem Reißverschluss, fertig und ich kann diesen Teil mit dem Umrandungsstreifen zusammensetzen. Ganz wichtig, die Bindebänder nicht vergessen. In unserem Fall sind die dann für die Rückseite, dass wir sie an der Bank dann befestigen können, unsere Kissen. Dazu legt ihr dann den Umrandungsstreifen rechts auf den Reißverschlussstreifen. Darauf achten, dass man den Anfasser, also den Schieber, noch gut erreichen kann. Mit einer Stecknadel fixieren. Beim Nähen darauf achten, dass die Enden des Reißverschlusses nicht zu weit auseinander gehen. Und hier diese Naht schließen. Einmal schön drüber nähen. Man kann, wenn die Nahtzugabe zu breit ist, circa noch auf einen Zentimeter zurückschneiden. Und somit ist mein Umrandungsteil vorbereitet, um auf das Kissen aufgenäht zu werden. Dazu markiere ich mir jeweils die Mitte von allen Teilen. Nachdem wir füßchenbreit dann nähen werden, ist es hilfreich, wenn ihr überstehende Nahtzugaben vorher noch wegschneidet. Bei meinem Reißverschlussteil ist es so, dass die Zugabe ein bisschen breiter ist als von dem restlichen Umrandungsstreifen und daher habe ich dann mit dem Rollschneider einfach diese überstehenden Enden noch weggeschnitten. Man arbeitet sich dann bei der Nähmaschine etwas leichter, wenn das wirklich alles gleich breit ist. Nun wird aufgesteckt, indem ich bis zur nächsten Kante den Umrandungsstreifen komplett flach aufstecke und dann im Eck muss ich einmal weiter drehen. Das klingt jetzt etwas kompliziert, aber wir zeigen euch das mehrmals, damit ihr gut sehen könnt, wie man hier vorgeht. Wir nähen also Füßchen breit, beginnen im hinteren Drittel des Reißverschlussteiles und nähen bis zur ersten Ecke, indem ich ca. 5 oder 7 mm eben nahtbreit, je nachdem wie ihr das eingestellt habt, vor der Kante ende. Die Nadel bleibt jetzt im Stoff drinnen stecken und ihr wendet komplett das Kissen in der Nähmaschine. Füßchen hoch. Ihr könnt den Umrandungsteil in so eine kleine Falte einlegen, aber achtet darauf, dass ihr keine Falte mitnäht. Wenn ein Querstich im Eck gearbeitet wird, ist das kein Problem, aber es sollte nicht zu lange schräg genäht werden. Und jetzt steppen wir hier weiter. Die zweite Seite und so wird rundherum genäht, bis ich wieder bei meiner Seite mit dem Reißverschlussteil bin. Ihr seht hier noch einmal schön, wie das Eck ausschauen sollte. Nun nähe ich aber nicht komplett bis zu meinem Reißverschluss, sondern ende ca. 5 cm vorher, denn nun wird der Umrandungsstreifen geschlossen. Indem ich mir genau den Punkt fixiere, wo die beiden Teile zusammenkommen, damit sie schön flach liegen. Bitte nicht vergessen, wir brauchen wieder unsere Bindebänder, die hier noch mit eingenäht werden. Ich klappe mir den Reißverschluss zurück, lege mir da so eine Falte, damit ich genau weiß, wo die beiden zusammenkommen sollen. Fixiere mir das mit einer Stecknadel. Gebe die Bindebänder dann dazu hinein und schließe dann diese Naht. Ihr seht das hier mit den Bindebändern, die kann man auch noch einmal mit einer Stecknadel fixieren, damit die nicht verrutschen. Und dann wird diese Naht geschlossen. Dabei wieder darauf achten, dass die Enden des Reißverschlusses nicht zu weit auseinander gehen. Das verrutscht ganz gerne beim Nähen und daher ein bisschen das
zusammenhalten. Wenn diese Naht dann gesteppt ist, schneide ich die Nahtzugabe zurück auf ca. 1 cm und kann dann den Umrandungsstreifen, das letzte Stückchen, das noch offen ist, auf das Kissen aufnähen. Jetzt wird die Nahtzugabe abgeschnitten. Dann klappe ich die Nahtzugabe auf eine Seite und schließe diese Naht, die jetzt noch offen ist, damit der Umrandungsstreifen komplett auf das Kissen aufgenäht wird. Achtet darauf, dass sich das nicht verschiebt beim Nähen. Und somit schließen wir praktisch die erste Runde. Und wir haben den Umrandungsstreifen komplett einmal auf den Kissenteil aufgenäht. So sieht das jetzt aus. Ganz wichtig, öffnet nun den Reißverschluss ein Stück, bevor ihr das zweite Kissenteil aufnäht. Mitte auf Mitte nehmen. Das könnt ihr mit Stecknadeln fixieren oder mit einem Markierstift euch anzeichnen, je nachdem, wie ihr das machen möchtet. Ganz wichtig ist, dass Mitte auf Mitte kommt und der Umrandungsstreifen sich beim Nähen nicht verzieht. Man kann natürlich, wenn man noch nicht so geübt beim Nähen ist, auch diese Nähte vorher mit einem Heftfaden fixieren. Hier seht ihr wieder das Eck. Wir zeigen euch das dann auch noch einmal beim Nähen, weil das wirklich so eine Schlüsselstelle für dieses Projekt ist, dass man hier gut um die Ecke herum nähen kann. Wir beginnen nun wieder im Bereich des Reißverschlusses und nähen bis zur ersten Kante. 5 bis 7 mm, je nachdem, wie gesagt, wie der Nähfuß eingestellt ist, wird gestoppt. Die Nadel bleibt im Stoff drinnen und wir drehen die komplette Arbeit in der Nähmaschine weiter. Wir nähen also jetzt wieder bis zu unserer Markierung. Nadel bleibt im Stoff drinnen, Füßchen heben und wir drehen einmal durch. Legt so eine kleine Falte in den Umrandungsstreifen und dreht die Arbeit dann weiter. Und jetzt wird diese komplette Runde geschlossen, so dass der Umrandungsstreifen dann auch auf dem zweiten Kissenteil komplett angenäht ist. Ja, im nächsten Arbeitsschritt können wir dann bereits an die Versäuberung gehen, denn unsere Kissenhülle ist fertig genäht. Bei den Versäuberungsarbeiten zwicken wir einfach noch überstehende Fäden weg und zwicken auch die Nahtzugabe ein wenig ein, damit sich der Umrandungsstreifen schön legt. An den Kissenteilen wird die Nahtzugabe schräg abgeschnitten und an den Umrandungsstreifen zwicken wir die Nahtzugabe mit einer spitzen scharfen Schere ein, und zwar circa bis 2 mm vor die Naht. 3 bis 4 Mal einzwicken. Dann kann ich meine Kissenhülle schon umdrehen, ausstreifen, die Ecken schön herausholen und einmal drüber bügeln. Danach könnt ihr schon das Kissen hineingeben und das erste Teil ist fertig. Ihr könnt diese Anleitung natürlich gerne auch für eine Rückenlehne verwenden oder für Kissen, die einfach eine andere Größe haben. Wir sind zurück von unserer Nähreise nach Marrakesch. Wir hoffen, es hat euch so gut gefallen wie uns. Ihr seid gut erholt. Wir sind gestärkt fürs nächste Mal. Wir sind gestärkt. Und zwar, was brauchen wir das nächste Mal, Birgit? Häkelgarn meliert. Häkelnadel. Es wird ein bisschen österlich, glaube ich schon. Und ich sage nur, hey.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, das war unsere Nähreise nach Marrakesch. Kisch, kisch, kisch. Und kann das. Ich drehe. Ich drehe durch. Ich drehe durch. Marrakesch-Projekt. Unsere Nähreise, ja. Das ist irgendwie kompliziert, ja. Und ich sag nur eines. Hey, wir sind... Hey. Wir sind besser. Das fließt die Schritte. Obwohl wir noch gar kein Prosecco heute. Das stimmt. Wir sind... Na, man muss vielleicht sagen, wir sind ganz auf oder? Ja, wir legen los. Schön? Das ist nicht schön. Das ist jetzt gerade schön.